Tja, moin Leute, da melde ich mich wieder mit einem neuen Video. Und zwar ja, aus ganz aktuellem Anlass. Und zwar wurde mir jetzt mal aufgezeigt, was für ein ekelhafter Typ ich wirklich gewesen bin. Und ich lege natürlich Wert drauf, gewesen bin. Also Leute, gebt mir eine Chance. Aber ich stehe hier vor meiner alten Schule. Das ist jetzt die Gemeinschaftsschule Stockelsdorf. War früher eine verbundene Real- und Hauptschule. Und hier habe ich dann sozusagen noch ein Jahr oder anderthalb Jahre verbracht. Ich kam hierher, ich war damals dann hier schon aktiv in der rechten Gewaltszene. Also ich hatte rechtes Gedankengut im Kopf und war mutiert zu einem rechten Schläger, ja, hier auf der Schule. Aber es hatte noch nicht so viel damit zu tun, Politik zu betreiben und irgendwie die Welt verändern zu wollen, ja, also okay. Aber ich war hier als frustrierter Jugendlicher, ich war vorher auch, ich war aus England zurückgekommen, ich war gescheitert am Gymnasium, sitzen geblieben, ne? Eltern immer zu Hause, man streng dich mal an und so weiter. Und dann kam ich auf diese Schule mit so viel Wut im Körper, ne? So viel Wut und ja, hab die hier rausgelassen. Und wie kommt es jetzt überhaupt dazu? Denn jemand ist, nachdem er meine Videos geguckt hat, ist im Internet, was ich jetzt mache, ist jemand hier aus dem alten Ort, wo ich wohne, auf mich zugekommen, hat mir die Hand gegeben, hat gesagt, er findet das toll, was ich dann jetzt mache. Ich war ein bisschen kurz angebunden, habe gesagt, wir sehen uns nachher, wenn ich live gehe, da kommst du dazugekommen. Und hat danach über Facebook, haben wir ein bisschen geschrieben, Nummern ausgetauscht, hat mir dann geschrieben, das ist voll komisch für ihn, mich jetzt so zu sehen, was ich jetzt mache, weil er eine ganz andere Erinnerung hat an mich und er freut sich, dass die Änderung so stattgefunden hat. Ich natürlich gefragt, na Digga, woher kennen wir uns? Und dann sagte er, naja, vor 20 Jahren oder vor über 20 Jahren, hier an dieser Stelle, genau wo wir sind, hier hinter mir ist eine Bushaltestelle, hier stand ich mit meinen damals anderen jungen rechtsradikalen Freunden und er ist hier neu auf die Schule gekommen, ist hier lang gegangen und ich habe ihn angegriffen, ich bin ihm in den Rücken gesprungen, dabei hat ihm Zahn rausgebrochen und so weiter. Und ja, das ist nicht ganz so einfach, das zu erzählen, wie das passiert ist, dass ich ihn da zum Opfer gemacht habe. Er war gerade neu auf dieser Schule, ich hing hier rum, habe meinen Frust hier rausgelassen, egal, scheiß drauf, irgendjemand angreifen, irgendwie prügeln und so weiter. Die Schule hat nichts gemacht, es ist keine Anzeige aufgenommen worden, also er ist auch zum Direktor gegangen, der hat gesagt, ach komm, stell dich mal nicht so an, so ein bisschen Rauferei unter Jungs und so weiter. Jetzt könnte man sagen, Philipp, was empfindest du dabei, wenn du diese Tat begangen hast? Ich sag, ich kann mich heute noch nicht mehr daran erinnern, auch selbst wenn, ich habe so ganz, ganz vage Erinnerungen daran. Aber ich konnte mich nicht mal richtig daran erinnern. Er musste mir die Geschichte erzählen, er hat mich jetzt zum Grillen eingeladen und auf ein Glas Gin. Also vielen Dank nochmal. Und ich konnte mich wirklich nicht daran erinnern. Das sagt was über mich aus, dass diese Gewalt, wie die damals zu mir gehörte, die gehörte zu mir wie die Luft zum Atmen. Ja? Wenn man schon solche Sachen vergisst, verdrängt oder sonst was, das sagt was aus. Und das ist ganz übel für mich, das jetzt vorgehalten zu bekommen. Aber das motiviert mich genau darüber zu sprechen, wie ich mich heute dafür schäme, was für ein ekelhafter Typ ich war, dass ich diese Gewalt ausgeübt habe. Und es gibt keine Gründe für Gewalt. Ich habe natürlich gefragt, ja, wieso habe ich das gemacht und so weiter. Er sagt, nee, das ist einfach so passiert und so. Ja, welche Gründe hätte es auch geben können, ja, also scheiß drauf, die gibt es immer nicht, Leute. Egal, ob ihr psychisch Gewalt anwendet oder körperlich, lasst es sein, lasst die Scheiße sein. Tja, wie ist das jetzt? Für mich hat das dann ja nicht unbedingt weiter beschäftigt. Ich bin ja dann einen meiner eigenen Lebensweg gegangen, aber ihn, das hat er mir gesagt, hat ihn fast 20 Jahre beschäftigt. Er war dann neu auf dieser Schule, er wollte dann hier nicht vorbeigehen, an dieser Bushaltestelle nicht vorbeigehen. Er wollte nicht auf mich treffen, ist mir aus dem Weg gegangen. Mein Gesicht, und das ist nun, ihr kennt es hier vom Video, das hat sich bei ihm eingebrannt. So viel Furcht oder Respekt hatte er davor, ne? Respekt streichen wir mal wieder raus. So viel Furcht davor, mich wiederzutreffen und so weiter. Und das hat ihn so doll beeinflusst, dass er hier jahrelang wirklich nicht lang gegangen ist und so weiter. Und das lag so tief in seiner Seele. Und das hat ihm halt gut getan, jetzt den Kontakt zu mir aufzunehmen und ich war echt schockiert. Ich konnte mich nur entschuldigen, wie kann man sich da groß entschuldigen? Also, aber da können wir ein anderes Mal gerne drüber sprechen. Aber das hat mich natürlich belastet und das ist das, warum ich heute aktiv bin. Ne? Wenn ich das so lerne, ich lerne jetzt viel dazu, über die Ausbildung über bei Thomas Mücke, also auch mal Grüße an dich, wenn ich darüber spreche. Man muss heute mit Jugendlichen, und das muss in Schulen gemacht werden, man muss mit Jugendlichen drüber sprechen. Versteht ihr, auch wenn ihr Frust habt, ne? Und ihr begeht diese Taten, sie müssen mitbekommen, was sie den Opfern damit antun. Oh, ich habe da jahrelang nicht drüber nachgedacht. Ich beschäftige mich da erst seit 2-3 Jahren jetzt mit, was ich den Menschen angetan habe, was ich anderen angetan habe. Und wenn ich das jetzt so heute höre, das motiviert umso mehr. Und deswegen müssen wir das auch verbreiten, dass wir sagen, Leute, egal was passiert, ne, das ist keine Lösung. Dass man zerstört damit teilweise wirklich die Psyche von jemandem über ein Leben lang oder über viele Jahre, dass man das nicht aufarbeiten kann, wenn diese Gewaltdinge
passieren. Und das ist genau wichtig, warum ich das mache. Und helf mir da ein bisschen das zu verbreiten. Lass mich darüber sprechen. Wir müssen den Jugendlichen mitteilen, ja, auch wenn du Frust hast, das kannst du anders loswerden. Geh in Sportvereine, sprech mit jemandem, lass sie beschäftigen, lass sie ernst nehmen oder so, aber geht nicht raus und übt keine Gewalt aus. Und wenn ich jetzt hier drüber nachdenke, hier in der Schule, kann mich hier, ja, entschuldigen, ja, wirkt jetzt auch irgendwie dann immer nicht so, es wird ja dann auch immer kritisiert. Ich habe viele Opfer da gemacht, also wer noch irgendwie was loswerden möchte in meine Richtung, also ich bin immer erreichbar. Und ansonsten sehe ich es heute eher motivierter darüber an, dass sowas in Zukunft nicht so häufig passiert. Da können wir alle was zu beitragen, dass wir das ein bisschen aufklären. Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören, dass ihr die Botschaft verstanden habt. Ich hoffe, jetzt hassen mich nicht noch mehr Leute. Also ich freue mich immer über euren Support. Lasst ein Like da oder teilt das Video. Ansonsten ist das Wetter heute ganz geil, schweres Thema. Aber ich wünsche euch natürlich eine Heu von der Küste, Leute.